So, Lisa, hier drin versteckt sich dein Granola. Wow, ich bin gespannt. Sehr gespannt. Direkt oben. Richtig cool. Cashew-Mandel-Granola von dir. Ah, Debbie und Kevin sind auch dabei. Mhm. Schokonuss, Bananen-Cremelie. Ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Ja, dann probieren wir doch gleich mal. Ich bin so gespannt, was du jetzt sagst. Ich bin auch sehr gespannt, wie es schmecken wird. In der finalen Variante, die du dir ausgesucht hast. Bei der Entwicklung war dir wichtig, dass das nach Nuss schmeckt. Du magst gern Nüsse. Genau. Schön karamellisiert schmeckt. Ne? Jetzt bin ich gespannt. Nicht zu süß. Ich will auch. Super lecker. Boah, riech mal. Leicht nach Zimt. Die Nüsse super lecker. Voll crunchy. Crunchy? Aber trotzdem nicht trocken. Mhm. Und der Geruch einfach. Durch diesen Kokosblütenzucker so nochmal so eine gewisse extra Karamellnote drin. Riecht ganz anders. Das ist auch ganz anders. Da bin ich richtig gespannt, weil das ist ja jetzt spannend, was die mit, der lieben Süße, also komplett ohne Zucker. Ohne Zucker komplett? Mhm. Mhm. Wow, schmeckt auch richtig gern. Das ist komplett ohne Zucker. Krass, schmeckt man gar nicht. Es ist süß, nicht zu süß. Die Schokolade kommt richtig gut raus. Ist krass, gell? Richtig gut. Das war auch richtig krass bei der Entwicklung, weil du diesen Zuckerersatz so perfekt einsetzen musst, dass das harmonisiert. Keine Ahnung, welches besser schmeckt. Beide. Einfach anders gut. Einfach anders, genau. Anders gut. So, wir nehmen Kevins. Du musst jetzt gucken, dass du auch genau ein bisschen Frucht oder so mit dabei hast. Cranberries und Banane. Mhm. Komplett anders. Auch super lecker. Irgendwie dieses leicht säuerliche von den Cranberries. Das ist geil, ne? Richtig gut. Und auch diese Banane, die passt auch gut dazu. Die ist halt nochmal richtig crunchy. Das ist echt drei verschiedene, aber wirklich komplett verschieden, aber alle eigentlich lecker. Richtig, richtig gut entwickelt. Super, danke. Schmeckt richtig gut. Jetzt bin ich gespannt, weil wir haben ja noch einen Kaffee-Granola. Da bin ich auch mal gespannt, was du sagst, weil das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Ich liebe Kaffee. Und ich finde es auch richtig geil. Und das ist auch wieder was ganz anderes als die drei. Das riecht schon gut. Noch nie sowas gegessen. Richtig gut. Also wer Kaffee mag, wird das lieben. Das ist krass, gell? Mhm. Es hat auch wieder abgestimmt, so eine leichte Würze. Mhm. Es ist auch nicht so penetrant nach Kaffee, sondern so eine leichte Unternote. Ja. Aber super. Das ist mit den Karamellaromen durch Agavensirup, Kokosblütenzucker, die leichte Gewürznote noch drin. Dann haben wir einen speziellen Kaffee ausgesucht. Ich hatte, glaube ich, so vier verschiedene Kaffees oder so getestet mit denen und die schmecken alle unterschiedlich. Mhm. Mega. So, das werde ich mir auch öfter mal bestellen. Geil, ne? Richtig gut.